Grüner Neujahrsempfang im Hamburger Rathaus am Freitagabend. Die Fraktion der Grünen hat gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck den politischen Start in ein entscheidendes Jahr für die Demokratie gefeiert. Unter den ca. 800 geladenen Gästen war auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Gleich zu Beginn des Abends forderte die Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg die Prüfung eines AfD-Verbots. Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank schwor die Hamburgerinnen und Hamburger auf Zusammenhalt gegen die rechten Dramatisierung und Skandalisierung ein. Laut Vizekanzler Robert Habeck sei der Hauptgegner in dieser Zeit niemals eine andere demokratische Partei, sondern es seien die Antidemokraten, die diese Republik ins Wanken bringen wollen. So würden Einkommensungleichheiten und Verlustängste Menschen in den Populismus treiben. Durch politische Arbeit könne dies verändert werden. Das Jahr werde gut, wenn wir es zu einem guten Jahr machen, so Robert Habeck.